Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie hier. Vielleicht. Alter, wir springen einfach, ne? Ja, nö. Wir drehen das ganze Ding und dann springen wir so. Also wir haben 2 Seiten. Ich bin mal so frei, ganz kurz hier vorne zu gucken. Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Tier meinte oft, er träume von einer Welt, in der nur Soldaten schlafen nötig sind. Wieder diese Todesfallen. Verdammt, der Axt nochmal. Oh Mann. Okay. Ich weiß, wie es funktioniert. Komm. Geben wir dann irgendwie noch Boni? Aber ich meine, sind hier gewisse Rüstungen höher, hochwertiger? Ja, die hier sind Stufe 5, während das nicht Stufe 4 sind. Das gibt mir halt alles noch ein bisschen Bonus. Aber das ist auch unterschiedlich dann wieder. Der Kleine könnte mich doch auch eine Weile fragen. Damit du das hier verpasst? Oh. Dir macht das Spaß. Warum geht das Ding nur so tief? Warum nur so tief? Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Auf der anderen Seite kann ich wahrscheinlich was sprengen. Oh, warte mal. Ach, wichtig. Komm. Hallo? Achso. Ah, der Kleine braucht eine Zeit, wie er da ist. Junge. Noch eins. Da steht, er heißt Berielmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal, ist aber selten unter den Legenden. Okay. Ich lasse die Axt hinten mal drin, ne? Ah, die andere Sau. Abwechslung ist wichtig. Ja, mega wichtig. Warte, ich muss ihn so anpassen, wie der letzte dreht. Also das heißt, am besten jetzt loslassen. Den lassen wir mitgehen. Damit ich alle auf eine Linie krieg. Oder ein Kreis, whatever, wie man es nennen will.
Das ist nicht so gut. Oh. Ja, klappt mehr oder minder, oder? Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Das war es wohl irgendwie nicht, also. Aha. Okay. Auch nicht schlecht. Ach so, funktioniert's. Okay. Läuft die dann an. Zuerst das hier. Ich bin wirklich am Überlegen, wie ich mich noch stärker machen kann. Also mit den Rüstungen, aber für die bestimmten Rüstungen. Und die Weltenruhne ist auch hier. Gehen wir hin? Niflheim. Okay. Ja. Zuerst ganz kurz alles mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Sie warten nur auf uns. Sie warten, aber wann bist du ersichtlich? Gut. Es war halt irgendwie klar, ne? War halt irgendwie klar. Aber die sollten daran ja wohl auch verbrennen, oder?
war halt irgendwie klar, ne? Es war halt einfach irgendwie klar. Haben sie die jetzt geändert? Oh, scheiße. Das macht ja so wenig Schaden, das spielt ja gar keine Rolle, ey. Geht noch? Haben wir es jetzt? Komm, die andere Kette wartet. Jetzt haben sie sich angepasst, als ob ich gewesen wäre hier. Na, na, das war ich nicht. Warte mal kurz. Ne, doch, wir kamen von hier, tatsächlich. Wie funktioniert das dann auf der anderen Seite? Das macht irgendwie nicht so Sinn. Ah, warte kurz. Jetzt, ich glaube, ich habe was. Nee, doch nicht. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Es ist unten, so schleimähnliches Gedöns hier. Zack. Oh, weg damit. Hui. Plant war das aber anders. Sterbe ich eigentlich, wenn ich hier? Wir werden es gleich rausfinden. Woo! Holy shit. Also, ich weiß ja nicht, aber ich habe so, im Gefühl habe ich einfach, keine Ahnung. Man nimmt es einfach mal mit, ne? Besser mitzuhaben als nicht. Okay. Hat nicht so, wow! Ich wollte eigentlich gar nicht runter. Na dann, tot, alles klar. Schön, hat Spaß gemacht. Das Leben ist super. Ja, super. Kann ich gleich nochmal machen hier. Toll, 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 toll. Mach ich gerne ein paar Mal.
so nah dran. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. Kann ich das jederzeit wieder... Kann ich jederzeit wieder aufheben. Das ist natürlich super gut. Die meinen offensichtlich nicht uns. Ja, wahrscheinlich nicht, nö. So. Was ist drin? Symbol der Wahrheit. Okay. Etwas will ich doch noch. Etwas will ich. Scheiße. Gut, wir werden gleich sehen, wie wir zurückkommen, wenn wir hier einfach. Hallo? Darf ich das nicht? Ja, hab ich das. Okay. Das lassen wir mal so stehen. Gut. Kommen jetzt wieder fallen. Nein, nicht die. Ich hasse euch. Kommt tatsächlich so weit, Wahnsinn. Bisschen in Wohlwollen auflösen hier. Oh, laut. Okay. Die leben sicher alle noch. Ah, ich muss schon sagen. Sabalot, das wollte ich mich schon beschweren. Huch. Ach komm. Du bewegst dich sehr langsam. Irgendwie ist es das nicht.
Erhebe dich! Good. Nice. Von hinten! Burn, baby, burn! Noch nicht fertig? Junge. Ja, wollte schon sagen. Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Sagen wir doch nicht mehr, den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. Ja, ist es auch. Nichts Normaleres. Schaffe ich das? In einem Rutsch? Und... los. Tatsächlich. Na gut, geben wir den Buch. Ich wollte schon sagen, warum geht's nicht? Geben wir den Tempel. Ich weiß, was ich versprochen habe. Haben wir das Ding auf die Äume? Falls es hier nicht funktioniert, denkt dran, Tyr hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er machte Jötunheim für Odin unerreichbar, aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Ich habe nur ein gutes Gefühl mit den beiden hier. Oh, gut. Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will nur helfen. Sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Was? Wo links? Hier? Ach so. Aber irgendwas stimmt nicht. Ah, das sind die neuen Welten. Immer geht zum Eintrag bei Tyr. Ah, es gibt Bonus-Loot. Okay. Nett. Ich dachte schon so, hä? Wie das jetzt? Braucht doch niemand. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das jetzt nochmal betätige. Ob ich denn. Ob das sich jetzt was geändert hat oder so? Ob ich wieder runterkomme? Jetzt, wo ich alles gedreht habe, müsste es unten ja eigentlich auch anders aussehen. Oder?
Nein, Quatsch. Wir sind unten ja nie nach vorne. Also wir haben uns ja immer in diesem Zyklus hier bewegt. Wir laufen mal. Klettern, sagst du? Ja, bei den Statuen. Bei den Statuen. Also muss ich an den Riesen hochklettern, oder wie? Das heißt hier hin. Dann ist meine Axt. Gut. Dann muss ich hier an den Riesen hochklettern, oder was? Atreus, komm her! Ah, hier. Links, das meint er mit links. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tirs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören.